du. Hello again. Weiter, weiter. Wollen wir mal gucken, was uns hier so erwartet. Oh. Aber erstmal die Zeiteinstellung. So, Techniken. Na, komm schon. Ich bin einfach zu schnell unterwegs. Oh, was bist du denn jetzt schon wieder so verschämt? Konnte einen Kumpel von mir dazu bringen, sich die Ezio Collection zu kaufen? Oh, good job. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Warum dreht er sich denn so? Sehr nice. Oh, ich liebe die Ezio-Trilogie, ne? Die ist so cool. Wobei, um sie vollends zu verstehen, muss man halt trotzdem den ersten Teil gespielt haben. Ja. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Assassin's Creed-Fan bin. Vor allem von den alten Teilen, aber auch von den neuen. Ich finde, sie haben alle ihren Charme. Muss man als Assassin's Creed-Fan einfach haben. Absolut. Also ich habe halt die Spiele als Einzelspiele für die PS3 und später halt für die PS4. Deswegen brauchte ich jetzt nicht unbedingt noch die Ezio Collection, aber schon sehr nice. Oh, wir haben vorhin eine Truhe nicht aufgehoben. Das ist schlecht. Ja, deswegen alle, die später erst angefangen haben mit Assassin's Creed, weiß ich nicht, zum Beispiel mit Origins oder Odyssey, denen empfehle ich halt wirklich, die alten Teile trotzdem nochmal zu spielen. Auch wenn sie manchmal ein bisschen schwierig sind. Vom Handling her, weißt du? Aber es lohnt sich einfach. Sie sind so gut. Bring it on! I won't leave anyone on the field!
Ach, der Charme macht das weg, finde ich auch. Oh. Aber man muss sich halt drauf einlassen. Man muss sich halt drauf einlassen. Das ist das Ding. Und viele wollen das ja heutzutage einfach nicht mehr. Na, kommst du da nicht rüber? Hm. Ich will doch nur wissen, für wem das Harmoniegespräch da hinten ist. So, für wen ist das? Wissen wir nicht. Okay. Wie viele Charaktere kriegen wir denn noch? Wir haben jetzt noch einige Harmoniegespräche, wo uns ein oder zwei Partner fehlen. Hm. Sind das für fette Viecher? Die sehen böse aus. Erstmal schön weggepennt. Ach, das ist doch gut. Das ist wie... Für mich ist das auch ein Lob, wenn ich fahre, also Auto fahre und mein Beifahrer einschläft. Das ist für mich ein großes Lob, weil dann denke ich mir so, ja, ist alles richtig gemacht. Ja. Hast du alles richtig gemacht? Spring runter und schau nach. Nein. This is the entrance to Frontier Village. So this big tree is where the Nopon live. Ah, Bird Lady. Welcome back, Bird Lady. I wish to speak with the village chief. Will you permit us to enter? My pleasure, my pleasure. I shall take you to the village chief. Follow me. Gut, bei Pokémon brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig um Story unterhalten, oder? Die beste Story hat immer noch Blau und Rot. Gelb vielleicht auch noch, aber das ist die beste Story. Da kommt nichts ran. Nein. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir irgendwann noch mal Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu kaufe. Ja, schon klar. Home, home! Home here! Home here! Home who? Home who? Hum hum everywhere. Me won't touch hum hum. Me won't nibble hum hum. Hum hum taste pee. Hum hum scary. Ja gut, die zähle ich jetzt aber nicht so als normales Pokémon. Die sind ja schon wieder anders. Chief, will you hear my request? Melia here. Bird Lady here. Melia back. Bird Lady back. Bird Lady? Das sieht man jetzt erst so richtig, aber ich wusste gar nicht, dass Shulk ein Tattoo trägt. My dear Melia, it's good to see you again so soon. Ja. And you Hauptsache, das Spiel so sieht well. Geil aus, ne? And what of your men? Mir ist es wichtig, geile Musik, geile Story. Alles andere ist mir egal. But this is not my reason for coming. Ich sag nur The Hex. These homes need your help.
Richtig geil. So kind as to listen to their request? Das ist Rüstung. What could a Hom Hom need of me? Das Tattoo? Nein. They require safe passage to Aerith Sea. I see no reason to deny them. And Melia, what of you? I have unfinished business in this region. Once these Homs are safely on their way, I shall be on mine as well. That girl. Something's troubling her. We found her half dead and all alone. But I don't suppose she'll tell us the reason anytime soon. Maybe we can help. I'll go and talk to her. Er hatte das schon bei einer anderen Rüstung auch. Weil ich muss sagen, es gibt nicht nur gute, also viele sagen, ja, und die alten Games und so. Es gibt viele, die, man hat so eine verklärte Sicht darauf, weil es damals einfach mega geil war. Und heutzutage würde man sich denken, boah, warum habe ich die Scheiße gespielt? Bin einfach zu klein. Letztens kam Terra Ogre, hat auf mich getreten und nicht mal Entschuldigung gesagt. Böser Ogre, haut ihn für mich. Okay. Und interessant, Pokémon Let's Go. Nein! Nein! Lass es! Hör auf! Nein! Aus! Böse! Böse, Chris! Shit! Ich wollte nicht mehr über Spiele im Stream reden. Hattest du gesehen, was drin war noch in dem Paket neben den Süßigkeiten? Ein Spiel. Der Hausmeister schüttelt auch nur den Kopf. Ich bin kein Hund. Aus! Was? Doch, das liegt ja die ganze Zeit neben mir. Ich hab's dir vorher nicht gezeigt. Nein, ich hatte letztens ein Spiel erwähnt, wo ich meinte, boah, das wäre schon geil, wenn ich das hätte, aber ich hab's halt noch nicht. Wir gehen die Geburtstagsgeschenke aus. Der soll aufhören. Wieso wolltest du mir das Spiel schenken? Wolltest du mir das Spiel schenken? Okay, Chris. Du darfst nicht mehr. Dem Hausmeister gehen die Geschenke aus. Apropos, ich muss eine Sache noch kurz auf der Amazon-Liste ändern. Weg. Wahrscheinlich hat sie nicht mal den Film gezeigt. Doch, doch, doch. Das hatte er mitgekriegt, dass ich den Film von dir bekommen habe. Schniekes Wünsche. Und zwar das einmal löschen. Das einmal löschen. Okay, und das Regal habe ich schon gelöscht. Das ist gut. So. Hat Pixar am Arm. Vorsicht. Okay. Wollte auf Amos Ogre reiten, aber hat mich abgeworfen. Bin doch süßer als das Vieh auf ihm. Bitte züchtigt Ogre für mich. Züchtigen. Und sagt ihm dabei, wie süß ich bin. Hab auf Tätowierung von Arena Ogre gemalt, aber ist böse geworden und hat mir Tinte ins Gesicht geschmiert. Sinn von Ästhetik wurde verletzt. Hab Stinkwut. Stinkwut. Warum macht man einen Ogre an? Und Schnieke, ich werde dir Let's Go nicht holen. Aus gutem Grund. Das Game ist Müll. Sorry, aber absolut null Empfehlung. Ich habe die Demo gespielt. Ich fand's ganz lustig. Es ist halt eine, ich würde sagen, eine Hommage an die erste Generation. Sagt mir dann, ob er auch unter Maske tätowiert ist. Mhm. Warum trägst du eine Maske? Warum liegt hier Stroh? Dann machen wir erstmal die Nebengeschichten. So.
So, für wen ist das? Wissen wir noch nicht. Naja, ich finde, man sollte das Spiel nicht nach dem Gameplay beurteilen, sondern auch nach Nostalgiefaktor. Ja. Aber manchmal ist es halt ein bisschen schwierig, wenn man es dann... Also die Leute, die es halt damals nicht miterlebt haben, als zum Beispiel Pokémon Blau und Rot rauskam, als zum Beispiel der N64 mit Majora's Mask und Ocarina of Time auf dem Markt war. Wenn du das damals nicht so miterlebt hast, dann ist es schwierig, den Nostalgie-Faktor mit einzubeziehen. Wenn man es so nimmt, ja, aber sonst... Ja, ist okay. Mangara Hengara von Garapon. Ah, Dürr Leuchtstein rüft mich. Das meinte ich mit vorher. Hm? Ist nur Spiel. Helft ihr trotzdem? Danke, Pon. Me. Mangara Hengara von Garapon. Spiele böse Magier. Leider spielt niemand mit. Niemand versteht, wie toll böse Magier sind. Okay. Du kannst es den Leuten von heute schwer rüberbringen. Ja. Ja, ja, ja. Alli-up. Was hast du? Yay! Tausch! Grandiose Leggings. Warte, erst einmal hier hinten. Huch. Der mit seiner. Ich muss ihm dringend was anderes anziehen. Es gibt besondere Albatrohe, die man nur in Magna finden kann. Was? Ist fieses Monster und kein nahrhaftes Gemüse? Wollt gerade welchen holen, um ihn zu essen. Hätte tödlich sein können, diese Verwechslung. Wäre fast dorthin gegangen, um lecker zu essen. Und wäre dabei selbst gegessen worden. Gefährlich, darf nicht passieren, so etwas. Los, tut was dagegen. Noppern sind irgendwie ein komisches Völkchen. Hab hier sowieso noch 1 bis 15 Pakete. Oh Gott! Darf ich es einfach ignorieren? Ist das schlimm, wenn ich diese Aussage einfach ignoriere? Ich glaube nicht. Mein linker Joy-Con an der Switch spackt leicht. Ich spiele aktuell gar nicht mehr mit Joy-Cons, ich spiele mit Controller. Das hier ist ja der... Ist das ein Pro-Controller? Oh, ich weiß das gar nicht. Es ist auf jeden Fall kein Wi-Fi, sondern... Kabel... Ne, ist einfach nur ein Wired-Controller. Aber im Zelda-Design. Den fand ich schick. Und war runtergesetzt. Rechter, sorry. Ach, ich habe auch eine Links-Rechts-Schwäche. Alles easy. Oh, oh. Powering up. Oh. How much you want?
My rifle's getting hotter. I'm powering up. Thunderbolt. Yeah, let's end this. Ich spiele größtenteils mehr im Handheld-Modus, aber vielleicht kann ich ja aus dem Geburtstagsgeld was machen. Also wenn ich so unterwegs... Ich spiele eigentlich auch nur im Stream so über Monitor. Darf ich dem Hausmeister ein Fresspaket schicken? Hase? Er sagt nein. Ich hab gefragt. Aber Hausmeister sagt nein. Shit. Nee, ich hab ihn gefragt. Aber ich glaube, er möchte das nicht.